Wir haben vorher ja schon erfahren, dass du mit verschiedensten Figuren in verschiedenen Altersgruppen schaffst und Geschichten erzählst. Jetzt befinden wir uns im Zyklus 2. Was ist das für eine Alterskategorie? Es ist 3. und 4. Klasse und 5. und 6. Klasse. Und in die 3. und 4. Klasse geht tatsächlich auch in die 2. Lektion der Gustav noch zu Besuch. Von ihm gibt es verletzende Bilder im Netz und über das reden wir mit den Kindern. Reden. Okay, super. Und in der 5. und 6. ist bereits das Thema im Raum, dass es eben auch ein Gesetz gibt. Ja. Und dass da auch nicht alles erlaubt ist, wie eben zum Beispiel beleidigen und beschimpfen, eben auch nicht im Netz. Und das ist dort schon ein grosses Thema mit den Kindern und Jugendlichen. Und natürlich arbeite ich zum Teil auch nochmal zum Thema verletzendes Verhalten. Und da ich jetzt nicht mehr poppen kann, in 5. 6. Klasse, arbeite ich zum Beispiel auch mit so Lego-Figuren. Das heisst, jede Person hat so eine Figur, die er oder sie kann auswählen kann. Und dann müssen sie die Augen zutun und dann tue ich das irgendwie aufstellen. Aha. Und hier zum Beispiel sieht man, da ist ein Mädchen, das ein Boss ist. Und dann frage ich... Das ist sie, ja? Genau, zum Beispiel, das gehört nämlich ihm. Und ich frage, wie fühlst du dich da? Und dann kann sie mal sagen, sag nicht so, gehören wir nicht dazu. Ja. Und dann frage ich zum Beispiel die andere Figur, könnte jemand unterstützen, könnte jemand helfen, dass sie sich besser fühlt oder dass sie besser drin kommt. Vielleicht ist sie ja ganz neu in dieser Schule und so weiter und so fort. Und somit fokussieren wir uns auch stark auf Hilfeverhalten oder Unterstützungsverhalten. Das heisst auch das Thema Verantwortung übernehmen. Ja, genau. Wird dort behandelt. Absolut. Und was erlebst du da so? Also was gibt es, auf was für Ideen kommen? Ja, es ist mega spannend. Also manchmal mache ich die Figuren auch so drinnen, zum Beispiel, dass sie da am Boden liegt. Das wäre schon eine eindeutigere Situation. Ja. Und da gibt es ganz unterschiedlich. Da gibt es manchmal schon ein Kind, das sagt, hey, ich will hier gar nicht mitmachen. Oder? Okay. Und dann schauen wir, ja, was kannst du machen, wenn du nicht mitmachen willst. Was kannst du jetzt machen? Oder? Weil es ist ja manchmal so schwierig, in einer Gruppe nicht mitzumachen. Oder manchmal sagen sie dann auch, das ist die Lehrperson, ich gehe zu der. Oder? Ja. Oder sie tun manchmal auch ein bisschen bestimmen, wenn jemand graue Haare hat, ist dann auf der Lehrer oder die Lehrerin. Muss sehr eigentlich gut nicht sein. Aber sie tun ganz verschiedene Ideen. Also es ist eigentlich immer spannend. Sie wissen eigentlich, wie es geht. Oder sie können sich eigentlich hineinversetzen, dass das nicht so eine coole Situation ist. Ja, super.